Herr Präsident, ich gebe noch viel zu der Situation am Mittleren Orient zu sagen, gehen, nicht einmal, weil der Konflikt Israel-Palästina geht, wo es leider an Judith gestern gesagt nicht viel positiv Perspektive gibt. Wir hatten an der Chambre für eine Reihe von meinen zwei Motionen gestimmt über eine prinzipielle Unerkennung von Palästina, die bislang aber von der Regierung noch nicht umgesetzt ist. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass eine Motion, die auch als zweit gestimmt ging, als eigentlich klar darauf hinweist, dass ihr die Zwänge Unerkennung von Palästina könnt, es auch ganz klar muss sein, dass Palästina und palästinensische Autoritäten das Existenzrecht von Israel unerkennen. Das Manifestement, die dann an die Herren noch immer nicht der Fall, sodass wir an sich die Attitüde von der Regierung im Moment begrüßen, nicht für unsere Wohnung zu laufen, an Palästina am Moment unzuerkennen. Allerdings haben wir auch müssen an einer Reunion, die wir für eine Reihe von Wochen hatten, gewisse Unterschiede an den Nuancen zwischen dem Herrn Staats- und dem Herrn Außenminister feststellen, was das sagen, das haben wir dem auch gesagt, nicht unbedingt dinglich ist. Erlauben wir aber, Herr Präsident, an diesem Kontext, an schon der Schopumbo gemerkt, ein bisschen die Seitigkeit von den Aussagen vom Herrn Außenminister zu kritisieren, die in Römgester am Kontext vom Israel-Palästina-Konflikt gemacht wird. Es war just nicht ein einzig groß Israel-Kritik. Ohne ein einzig Wort von Kritik und der Adresse von den Palästinenser. Aber besonders am Moment, Herr Außenminister, und dürfen Sie ein bisschen erstaunt gewesen, weil ich weiß, dass ihr euch viel mit dem Konflikt beschäftigt. Hätte ich gemeint, die hat Rapporte von Amnesty International gelesen. Eine Organisation, die nicht bekannt ist, für Israel freundlich zu sein. Die im Moment auf extrem grave Menschenrechtsverletzungen am Gazastreifen, was den Hamas und die Autoritäten aus dem Gazastreifen betrifft. Was im Moment so geschieht, besonders mit Kanner, und mit Frauen, als nicht mit zerdrohen. Und dafür gebe ich auch Bitte. Mit allem Respekt an diesem Konflikt gehen zwei Parteien. Und wir teilen ihre Meinung für zu so und das Regierung Netanyahu mischt mit der Kolonisierungspolitik, das ist nicht akzeptabel. Da sind wir auf ihrer Linie. Wir müssen aber gerade so klar, das wird besonders am Gazastreifen, am Moment am Gängen, als zu passieren, in der Ägide vom Hamas, können wir auch nicht akzeptieren. Und solange die Situation, so, ich gebe auch noch mal gerne. Am Gazastreifen, Konditionen, die am Gazastreifen bestehen, wen oktroyiert denen Leute? Ich war 4, 5 Mal am Gazastreif. Da wohnen, ob engem Siebenten, vom Lützburger Territoire, wohnen bald 2 Millionen Leute. In einer horriblen Konditionen. An denen, du kennst keinen raus, den du dran hast. Das geht nicht abgemacht. Du wären nicht Proposen für die Löserlös mit der internationalen Gemeinschaft, könnt den Gazastreifen abmachen. Alle gut, noch von dat Leute der Lützburger giffen, sind, die da leben. Wir geben die nämlich, die Kondition, die nämlich die Motivation und die nämlich die Explosivität, gibt da herrschen. Und dafür, Herr Moser, ist mit all Kritik d'accord. Wir können nicht teil akzeptieren, dass eine Länge ob palästinensisch Volk, Kurs und Bedingungen, in erwarteter Kondition, dass leider Gaza muss leben, dass in der Do innerlebt. Auch da in anderen Verantwortung. Israel hat 4 Kriecher an den letzten 10 Jahren Gaza gefeuert. Und heuer Resultate von der Fehlleit an dem Gazastreifen muss leben. Herr Außenminister, der hat Herr Not gelesen, nicht für ob all Interventionen zu antworten. Und ich gebe es dann Bieden, den Herr Moser schwätzen zu lassen. So wie man das hier im Haus gewinnt sind, dann nehmen wir es auch das Wort. Herr Außenminister, ich meine, ich will nicht einfach direkt darauf antworten, die hätten ja nicht nur gelauscht. Ich schon heute davon geschwärzt, dass die eigenen palästinensischen Autoritäten den Hamas die eigene Bevölkerung schikanieren. Liest Berichte von Amnesty, nicht ich, aber nicht ich von euch hat die geschrieben, die sie Besäufnis erregen. Da wird im Moment so geschieht, als nicht zu akzeptieren. Jetzt Berichte von Amnesty, was ich schreibe. Also auch dir hat ja Notwort, Herr Wagner, an ein Spiel, den ihr schlug, den Redner ausschwätzen zu lassen. Wir können bekanntlich nicht all Miser aus der Welt schaffen, aber wir sollen an aller Bescheidenheit unseren Teil beitragen. Wir meinen das ja auch. Wir meinen ein gut
eine großzügige Kooperationspolitik. Wir meinen das zum Beispiel auch an Palästina. Und dann ist dann noch die Gegend von der Welt, wo ich meine Ausführungsweise Außenpolitik will aufschließen. Der Komitee pour une paix juste au Proche-Orient von Lützburg hat ein Projekt mit einer palästinensischen ONG, Not to Forget Women's Society, Zielsetzung von dem Projekt als für Kanner, Frauen und Jugendliche an ihrem Flüchtlingskampf zu helfen. Und ich meine, man könnte alle Götten mit dem hier angesprochenen Projekt solidarisieren. Und ich hoffe noch, dass denen an den Drittfass geht. Die Realität haut an Palästina und an Israel als ein kompliziert, aber sie entwickelt sich weiter, das heißt, die Entwicklung wird gezielt weitergetrieben. Wir haben dieses Jahr den traurigen 50. Anniversär von der Guerre de Six Jours an der 50. Anniversär von der UNO-Relation 242, die eng Schwit von dem Krieg aus an den 22. November 1967 am UNO-Sicherheitsrat votiert gauf, an bis heute nicht umgesetzt gauf. 50 Jahre Diplomatie, Oslo 1 dann 2, an eine ganze Reihe von UNO-Resolutionen haben nicht zu einer Lösung vom Konflikt beigetragen, am Gegenteil, die Situation als heute noch genauso verfuhr, für nicht so ein Mehrverfuhr wie 54 Jahre. Siedlungspolitik toleriert, abpussiert von den israelischen Regierungen als etwas Brutales. An Heichsicherheitszonen mit Stacheldraht umgehen, wohnen Reliefsfanatiker allein, die sich kein anderer Wohnraum leisten können. Siedler gehen von der Armee geschützt. Palästinenser müssen, was sie sich an ihrem eigenen Land über die drei verschiedenen Zonen bewegen, durch permanent Kontrollpositionen gehen, die sich oft diskriminatorisch und menschenfeindlich behören. Eigentlich sind wir noch alle gut für die Zwei-Staaten-Lösung. Mit Siedlungspolitik von der israelischen Regierung machen so eine Zwei-Staaten-Lösung immer mehr schwierig. Herr Minister, wie seht ihr das, als die Zwei-Staaten-Lösung noch immer ein Ziel, wo wir hinschaffen, die hat es angedeutet, mir ist noch immer realistisch, darauf festzuhalten, wie man das bis jetzt meint. Die EU an ihren Mitgliedstaaten leistet viel humanitäre Hilfe für Palästina. Das ist auch weiterhin eine Notwendigkeit, weil Palästina so angeengt ist. Aber weder ein Flughafen noch ein eigenen Zugang zu einem Hafen hat, kein Access zu Trinkwasser, keine Kontrolle über den größten Teil vom Territorium, dass diese Stadt nicht allein kann überleben. Wie reagiert Lützburg, wie reagiert die EU darauf, dass als humanitäre Hilfe von einem Staat futtergemäht wird? Die israelische Regierung lässt regelmäßig Infrastrukturen zerstören, die mit europäischer Hilfe abgebaut laufen. Und dabei ist Israel eine Stadt, mit dem wir eigentlich noch immer privilegiert Handelsbeziehungen haben, auch von 2008 als Reaktion, Herr Präsident, merci, schön. Dauere Männer sind direkt fertig. Aber noch ein ganz wichtiger Punkt, Herr Präsident. Wir hätten für ein gutes Jahr eine Motion votiert, von einer Unerkennung vom Staat Palästina gefordert haben, und zwar au moment qui sera jugé le plus opportun. Herr Präsident, die Grünen sind der Meinung, dass den 50. Jahrestag von der Resolution von der UNO einen guten Moment für eine Bewegung an Situation zu bringen. Wir wären der Meinung, dass es einen guten Zeitpunkt für Palästina unzuerkennen, an den symbolischen Gest zu vollziehen. Die Rede von nicht nur gezeichnet von teilweise einer Naivität, sondern von einer großen Einseitigkeit. Und als Beispiel häufig würde ich den Israel-Konflikt hier nahe zitieren. Ich habe mich auch gar nicht drum erkannt an dem, was Herr Adam gesagt hat. Herr Adam hat sicher einen guten Willen geschwert. Mit so wie hier eine Situation an der Region beschrieben hat, ist es nicht. Weder beim Wasser noch bei vielen anderen Sachen. Ich kann auch nicht im Detail angehen. Und das ist auch nicht so, dass Israel allein nur schuldig wäre in der Situation, wie man sie dort vorfanden. Die Einseitigkeit, die ich heute Minister Asselborn wirklich muss reprochieren, die zum Teil sich dekliniert, dass engagiert an Initiativen, die diplomatisch nicht zu vertreten sind. Die sind Diplomat, Herr Minister, die sind Chef von unserer Diplomatie. Wie können wir da noch nicht einen Einblick unhüllen, dass eine Proposition, wie diese gestern hier gemerkt hat, dass Verhandlungen sollten erleichtert gehen durch eine Erweiterung vom Quartett im arabischen Staaten, also nach dem Ausschluss von Israel, könnte irgendeine Verbesserung an der Region bringen. Natürlich nicht. Die wollten arabische Staaten gehen, die bei Israel weitere Vierteil gehen. Die haben eine Konferenz teilgeholt, Herr Präsident, das hat gestern beschrieben, zu Paris, über den Nahen Osten, ohne Präsenz von den Israelis und ohne Präsenz von den Palästinensern. Was soll so eine Konferenz bringen?
Das interessiert mich nicht, ob finde ich alles dort zusammen gesagt hat. Der wichtige Punkt, an der politisch und moralisch wichtigste Punkt, hat immer ein Randstrahl Intellektueller in der Strache auszubauen und lustig, die wieder so in meditiert zu. Ein israelischen Intellektuellen hat gesagt, die Do-Konferenz hat Juderem auf dem Niveau auf Auschwitz-Format reduziert. Es geht über Jude geschwärt und nicht matte Juden. Und ich meine, das ist wirklich eine fundamentale Kritik von den probiert, über Länder zu schwätzen und nicht matte Länder. Es ist ein Gefahr, auch da, wenn dir nächstes Jahr, werde ich unholen und hoffen, aufgewählt geht, dass er vielleicht hier geht, an ein Obama-Syndrom entwickelt, wie den Präsident Obama, die Resolution 2334 am Sicherheitsrat noch angesehen hat, wohl wissend, dass sie nicht möchte, für den Frieden zu helfen, und dass er da vielleicht hier geht, an auch sehr Palästina unerkannt. Es kann ihn über die verschiedenen, über den Zeitpunkt schwätzen. Ich will aber so, dass an so einer sensibler Materie soll ein breiter Konsensus an der Lützburger Politik bestehen, weil möglich eine Einstimmigkeit. Wir haben nur schon zwei Parteien, die sowieso, die sehen, es kann keine Unerkennung geben, ohne eine Verhandlungslesung und ohne Unerkennung vom Existenzrecht von Israel. Auch CSV hat in die Richtung argumentiert. Das ist aber schon ein großer Teil von der Lützburger politischen Landschaft. Und wir können nicht hingehen und da Gesten setzen, Akte setzen, die den Frieden nicht helfen, an keiner Weise an einem großen Teil von dem politischen Spektrum an der öffentlichen Meinung hier im Land nicht gegen respektieren. Ich wollte just fragen, ob es ist, weil hier alternativ Fakten wollt bringen oder weil sich vielleicht etwas nicht erinnert. Es sieht, seine Partei, nur durch so CSV, die Opposition, die von der Opposition, gingen noch fordern bei der Reconnaissance von den zwei Staaten, Palästina, wäre eins egal, die Majoritätsparteien, wir gingen nicht darauf pochen, dass Palästinenser auch Israel unerkennen. Ich will mich just daran erinnern, dass wir hier eine Motion gestimmt haben im Dezember, wo der Punkt K ist, dass soulignant que la solution à deux États, promue avec constance par le Luxembourg et l'Union européenne, comme la seule solution possible au conflit israélo-palestinien, suppose la coexistence et la reconnaissance mutuelle des deux États démocratiques et souverains, Israël et Palestine. Je voulais juste fragen, ob man das vielleicht vergisst hat. Merci. Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Präsident, und noch merci, wenn Herr Angels eine Frage stellt. Ich freue mich immer, wenn man eine Frage stellt. Es schon noch das direkt gesagt als Reaktion auf den Herrn Adam sein Kommentar. Herr Adam hat proposiert, den Anniversär von einer UNO-Resolution zu holen, für eine Unerkennung von Palästina zu envisagieren. Herr Adam hat aus seinem Kommentar die Kondition dort nicht mehr nimmt. Und dass man dafür wirklich wichtig vorkommt, wie zu sagen, dass nicht den Anniversär von einer Resolution vom UNO-Sicherheitsrat, den das soll auslesen, eine Unerkennung, mit einer Situation um Terrain, die uns erlaubt, das zu machen, ohne all Sicherheitsrisiko für den Staat Israel. Merci. Aber hier sind wir im Israel-Palästina-Konflikt. Hier in der Chamber sieht der Außenminister zu Recht, dass Israel am Gang ist, Zwei-Staaten-Lösung zu torpedieren und eine Engstaat-Realität aus Gewalt und Okkupation zu schaffen. Und da vermengen wir auch, ähnlich wie Claude Adam das gesagt hat, dass es höchste Zeit ist, dass effektiv die Unerkennung vom Staat Palästina von der Lützeburger Regierung geschieht, so wie die Motion dadurch gefördert wird. Mit Frohas, was sieht dann, oder was möchte also ein Premierminister? Den schwätzt nicht dazu. Die schafft Fakten. Und zwar ein refranciert wirtschaftlich Zusammenarbeit mit dem Okkupator. Ja, muss er die Hut geschwert, an viele von anderen Kollegen noch, bei Gusti Gras zum Beispiel, auch der Claude Adam von den Werten. Gerade wie der Marc Angel natürlich auch. Wir müssen wissen, aber wenn ich so lange dabei ist, wie ich noch leider dabei bin, an immer dem Miser gesagt, auch Palästinenser haben Recht auf Werte. Recht auf Werte, aber nur Recht auf Dignität. Und dafür, das ist falsch, Herr Moser. 1993, am Kader von den Osloer Gesprächen, als ein Brief zirkuliert durch den Yasser Arafat an den Premierminister Rabin, an du hast von palästinensischer Seite Israel als Land unerkannt gehen. Und ich gebe warnen, hier, wirklich warnen, dass wir hier nicht gesund kriegen, die sich für eine Lesung ersetzen, wie ich das probieren zu machen. Ich finde das hundertprozentig recht, das ist klar. Wir haben eine Lesung, dass man nicht den Fehler machen, von dem internationalen Recht verteidigt. Und dadurch muss kritisieren, die gegen internationales Recht gehen,
dass in da gesagt wird, du bist pro-palästinensisch und du bist anti-israelisch. Passt auf, du mal da, ich verdrohe das als Person, mir an der, was der Fond davon hochgeht, da lag ich mal falsch. Wirklich falsch. Aber wir haben nur eine Resolution vom Konzert der Sicherheit. Das ist international recht. Und da stehen Grenzen dran von Israel und Grenzen stehen dran von Palästina. Da kommen wir sicher noch ein Kehr auch da, wohl an unsere Kraft zu kriegen, auch wenn das Lohn nicht mehr Medien ist an der Europäischen Union. Ich sage nicht, das ist nicht mehr Medien, sondern den Brexit. Sondern den Brexit kriegen wir Parametern nicht mehr über das Blatt Papaya geschrieben. Und das ist ein Hohn. Das ist wirklich ein Hohn von Erdig für drun, die Resolution zu New York um Ordre du Jour gewischt wird oder mich spät gewischt wird, dann an den, nur der Wahl von Präsident Trump, dann wird der Conseil de Sécurité mit höchstwahrscheinlich enger Gegenstimme aus Europa nicht kapabel gewischt, die Resolution zu wählen. Nur haben wir international Recht, an der Sonne ist darüber basieren, für Führung zu kommen. Und ich meine noch, Herr Präsident, dass ich nicht darf, das Problem vom Hamas und das Problem von Gaza, wir haben das Problem von Hamas. Sie ist da und ruft stoppen für die Siedlungspolitik von den Israelien, die katastrophal ist. Sie 600.000 Leute, die an den besetzten Gebieten wohnen, dass sie sich da und ruft stoppen, für nicht für uns zu kommen. Ich gebe Mengen, und das machen wir auch. Wir sind bei denen, und, wir sind nicht so lang. Wir sind bei denen, die wirklich wollen nach vier kommen. Ich habe das gestern gesagt, und ich bleibe dabei, Franzosen wären für uns eine Referenz, 2014 am Conseil de Sécurité, auch für die internationale Konferenz. Ich bin da hingegangen, weil Erde 60 Außenminister waren da. Ich bin nicht da hingegangen, weil ich den Nasselborn sind, auf Lützburg sind, mir für Matze helfen, zu einer Lösung zu kommen. Und auch das, als nur der Wahl von Präsident Trump alles an der Schwierf. Die hat zwar gesehen, ich habe doch gestern gesagt, dass die stärk Außen- die Gemerke sind, für die Ambassade zu deplacieren. Von Tel Aviv auf Jerusalem, das sich nur wenig gelöst hat. Ich hoffe, weil das wirklich ein dritte Intifada do, provozieren, und dass auch zwei Staatenlösung von den Amerikanern, die nur ganz ähnlich wenig gesiegert, dass auch den Trump, höchstwahrscheinlich der Präsident Abbas, wird empfangen. Und ich meine, dass man nicht der Verlasslosen von der Resolution, die wir haben, dass man das sollen, de Konzern machen mit anderen Ländern an der Europäischen Union. Und auf jeden Fall, ich werde probieren, alles zu machen, für an die Richtung durch weiterzugehen. Sie, Herr Präsident, ich wollte nach ein Kehr auf die Thematik Israel-Palästina angehen, weil der Minister mir eigentlich nicht auf mich froh geantwortet hat. Und ich will hier nach ein Kehr ganz klar auch so ein, wer CSV-Position an dem Dossier ist. Wir kondamnieren, gerade so wie der Außenminister, Siedlungspolitik von den Israelis. Ich meine, da geht es absolut gut kein Zweifel drin. Wir plädieren nach wie vor für eine Zwei-Staaten-Lösung. Da haben wir allerdings ein Problem gesehen, Herr Außenminister, und da hat er uns nicht klar darauf geantwortet. Muss ich wissen, dass an der aktuellen palästinensischen Autoritäten Hamas ein Teil davon ist. An Hamas, ist ganz lang zuständig, zum Beispiel für den Territoire von Gaza. Wir wissen alle gut, dass den Hamas refusiert, bis heute das Existenzrecht von Israel unzuerkennen. Und das haben wir auch gleich keine Klarheit gesagt, wie wir eine leicht andere Motion herabgerüstet haben, wie die von der Majorität, dass es für uns nicht vorstellbar ist. Das ein wichtiger Teil, Herr Minister, weil Hamas ist nicht irgendwie eine kleine Organisation, ein wichtiger Teil haut nach das Existenzrecht von Israel unerkannt. Aber für uns ist das ein klarer Conditio sine qua non. Ihr den kann auf den Weg von einer Unerkennung. Ein zweiter Mal, an das Dove, der man nicht darauf geantwortet hat, ich habe euch zitiert, die teilweise katastrophal Beschreibungen von Amnesty International am Gazastreifen, an der sie keine Kritiken per Rapport zu den Israeliern, mit der sie Kritiken, wie den Hamas am Gazastreifen mit seiner eigenen Population umgeht. Und lesen die Stadt einmal an, das ist teilweise dramatisch. Und ich wäre froh, Herr Minister, wenn der da aber auch ein Gift so ein, dass das so nicht geht. Und da wäre ich froh, wenn er auch, wann ich geliefert, er Antwort zu der dritten Thematik Gift geht. Den Herr Moser gesagt hat, für dich fängt man um Gaza. Also, muss ich Gaza einmal gesehen haben. Muss ich Gaza einmal gesehen haben, für zu verstehen, in welchen Konditionen die Leute leben. Aber wie hermetisch das Gaza zu ist.
Ich war schon Außenminister, wie Rafah er opfer, das heißt, die Seite zu Ägypten opfer. Das ist zu, hermetisch zu. Auf der israelischen Seite also zu. Da kommen vielleicht 20 Leute am Tag, kommen rüber, die ganz, ganz schwere Probleme rum mit der Gesundheit oder irgendetwas, wo sie müssen rauskommen. Aber so ist das hermetisch zu. An so einer Enclave. Und ich so, nein, Kier, das ist eigentlich dreimal den Territorium vom Kanton Kleef. Siebentel vom Territorium von Lützburg. Ganz, ganz klein. Ohne, mit Füße und mehr. Aber ohne, dass du irgendwie eine Motivation kann sein, mit ganz, ganz viele junge Leute. Du wirst, was Menschen machen, wenn sie unter Druck sind, wenn sie nicht frei sind, dann ist natürlich Demografie, die steigt, also sie steigt. Und das sind dort die Organisation von Hamas, effektiv. Das sind die Gringfemblen. Die sind stärker. Die dominieren dort. Das ist ganz, ganz evident. Aber das geht nach immer vier und nach immer vier und nach immer vier und war keine Ouvertüre können von Gaza. Und das ist der Punkt. Mit ihrer Theorie, Herr Moser, bei allem Respekt, wir dann erkennen wir wirklich nie Palästina. Unter den Konditionen geht das nie Fortgang. Und das muss ich merken. Und da war der Fehler. Die Autorität Palästinien wird nicht mit Hamas. Die Autorität Palästinien als der Präsident Abbas. Ich soll noch nicht, dass auch Fatah etwas aus, wer den total können unterstützen. Aber ich soll nicht, wenn wir keine Hoffnung machen. Aber wenn wir als Hanna so sehr verstoppen, wie dir so gesagt hat, dann erkennen wir Palästina nie un. Es geht nicht um den Hamas, es geht nicht um den Fatah. Es geht um die Realität. Du hast ein Territorium gedehlt gehen. Den einen für die Araber, das sind Palästinenser und den anderen für die Juden. Wir wären die, die jüdisch, ich meine 1946, ich weiß noch nicht genau, Datum, direkt unerkannt tun. Wir sind da hier, hat Palästina kein Staat. Da muss man direkt verhalten. An die Leid, an die Unruhe, die da besteht, die geht vier und an die Sicherheit von Israel. Die geht nicht mehr garantiert an Zukunft, wann auch Palästinenser Staaten. Die Israelis sind auch demografisch total an der Defensiv. Dass am Jahr 2050 geht es das nicht mehr. Du hast die Explosivität und noch den Druck, geht es noch viel mehr groß und dafür gebe ich Mengen. Kommt mir probieren, der Hai an dieser Chambre, als nicht an der Rituale zu verstoppen. Palästinenser haben Recht auf ihr Land. Also lass mal gucken, andere Europäische Union, da meine ich auf jeden Fall, dass wir auf den Weg kommen, dass wir ein Land tun, für die Palästinenser. Wird aufgesichert, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung haben. Der Claude Adam hat mich gefragt, Zwei-Staaten-Lösung, ja, als den einzigen Wiener immer. Ich so nicht gern alternativlos. Wir wollen nicht keine Zwei-Staaten-Lösung. Was tun wir dann? Dann haben wir E-Staat, mit Apartheid-System auf dem Territoire, den zum Teil dann Jordanien ist und zum Teil dann Israel ist. Und das muss man verhindern, weil das geht in ein Opruhr auf dem Territoire. Ich gebe auch Mengen, dass Israel natürlich den Premierminister Netanyahu an einer immens komfortablen Situation ist. Immens komfortable Situation. Und dafür, ich hoffe, dass Amerika, nachdem das den Präsident Abbas, aber auch beim Präsident Trump war, dass sie wenig angesiedelt, dass auch von der nicht in dem Artikel 7, als wie der Herr Kartheiser richtig gesagt hat, aber dass die Resolution 2334, dass die aber gesiegt, dass sie nicht können umsetzen. Und dass es falsch ist, dass die Amerikaner aufgrund von der Resolution da alle Mäuen praktisch für du noch streichen. Das geht für die Mauer. Das geht in neue Krieg da, so sicher wie am Gebiet das. Und dafür muss ich probieren, vernünftig, und los mal ein paar Ruhe drüber schwätzen. Ruhe. Und nicht als Hanna Dogme verstehen. Israel, als Freund, Palästinenser sind als Freund, also sie sollen alle zwei überleben und nicht nur einen. Merci.